Das H0-Modell der SP45 Epoche 5 der PKP kommt als Neukonstruktion in den Fachhandel. Bei dem Vorbild des Pico-Modells handelt es sich um eine sechsachsige dieselelektrische bis zu 120 km/h schnelle Lokomotive der polnischen Staatsbahn. Sie wurde für die Beförderung von Personen und Schnellzügen entwickelt. Diese Lokomotive erreichten in Langläufen in der Epoche 4 auch Berlin mit dem Ost-West-Express und dem Berolina. Das Modell besitzt zahlreiche Details mit über 20 extra angesetzten Teilen. Die Dachausrüstung ist perfekt nachgebildet und entspricht in jedem Detail dem Vorbild dieser Lok. Besonderer Blickfang sind die geätzten Lüftergitter mit Durchblick zu den Rotorenblättern. Zusätzliche Details am Dachaufbau sind Griffstangen und Laufstege. Weitere angesetzte Teile sind Handläufe, Steckdosen, Luftschläuche und der Zughaken. Gemeinsam mit der exakten Nachbildung der Puffer und Lampen im Frontbereich tragen diese Details zum perfekten Gesamteindruck des Modells bei. Die Nachbildung der Dämpfer an den gravierten Drehgestellen sind vorbildgerecht wiedergegeben. Die Lackierung und Bedruckung ist makellos sowie trennscharf und entspricht dem Vorbild. Das Modell ist mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Die beiden Drehgestelle haben auf je einer Achse einen Haftreifen zur Erhöhung der Zugkraft. Die Lokomotive ist mit einer digitalen Schnittstelle PLAX 22 ausgerüstet. Alle digitalen Funktionen sind mit einem entsprechenden 22-poligen Pico-Decoder abrufbar. Die Soundnachrüstung ist ebenfalls durch nachträglichen Einbau eines Lautsprechers und einem Sounddecoder problemlos möglich. Bei Fahrbetrieb erfolgt automatisch fahrtrichtungsabhängig der Wechsel von Dreispitzsignal sowie der Schlussbeleuchtung. Die Schlussbeleuchtung ist extra schaltbar, damit die Lok auch im Wendezugbetrieb eingesetzt werden kann. Beim Modell der SP45 kann die Kabinenbeleuchtung separat geschalten werden. Das Modell der SP45 der PKP zeichnet sich durch einen Zinkdruckgussrahmen sowie sauberen und leisen Lauf aus. Die ausgezeichneten Fahreigenschaften, vor allem auch die extremen Langsamfahreigenschaften, verdankt die Lok dem neuen fünfpoligen Motor mit zwei Schwungmassen und sorgt so für ein ausgezeichnetes Ausrollen und Anhalten des Modells. Die SP45 der PKP zählt nicht nur in Polen zu den echten Klassikern, sondern ist durch ihren jahrelangen Einsatz bis nach Deutschland für Freunde der Epoche 4 mit Thema Deutsche Reichsbahn interessant. So kamen diese Loks unter anderem mit Regionalzügen bis nach Frankfurt-Oder oder mit internationalen Kursläufen bis nach Berlin. Loks diesen Typs sind auch vor Güterzügen anzutreffen. Mit dem Einsatz des Modells der SP45 der PKP haben Sie die typische Brot- und Butter-Diesellok für polnische Anlagenthemen oder grenzüberschreitenden Verkehr Deutschland-Polen. Passendes, vorbildgerechtes PKP-Wagenmaterial hält Pico für interessierte Modellbahner bereit.